Tunesien 1943. Die Alliierten gewinnen an Boden und drängen das Afrika-Korps zur Maret-Linie, einer 35 Kilometer breiten Verteidigungslinie im östlichen Tunesien. Nach dem Verlust seiner Hauptversorgungsbasis in Libyen bereitet sich das Afrika-Korps auf die Verteidigung zu beiden Seiten vor. Es sitzt zwischen den amerikanischen Einheiten im Westen und den Truppen des britischen Commonwealths im Osten fest. Trotz dieses Vorteils müssen die Alliierten Vorsicht walten lassen, da das Gelände einen Vorteil für die Verteidiger darstellt. Thank you.
Die Deutschen rücken von hinten immer näher. Ich werde ihnen eine Lektion.
Zeichen! Davis, los jetzt! Die Deutschen drücken von hinten immer näher! Deutsche Überdrehung! Vergessen Sie es, mein Kleider! Der Sammelpunkt liegt direkt vor uns! Hier machen Sie uns fertig! Weiter! Die Stadt kümmern wir.